Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um, ihr seht schon, Steinwald, um die Verstärker, um Sturmschild generell. Es kam ja bereits ein Video zu Plänkerten. Ja, jetzt werde ich den Steinwald nehmen. Ihr seht, ich habe bereits einige Sachen vorbereitet. Ihr seht, das kommt eigentlich aus dem Video. Ja, ich hatte mal ein Video gemacht über das erste Sturmschild mit A zusammen. Dann wollte ich ja B und C dazu machen. Ich werde das jetzt hier alles in ein Video packen. Also es wird wieder ja, knapp eine halbe Stunde dauern. Also ja, ich habe ein bisschen geübt. Ich habe meine Ideen ein bisschen kundgegeben für mich selber. Und ja, da hinten übrigens sind Fallen platziert worden, die ich in den Missionen bekommen habe. Ja, da werden wir wohl nie hinkommen. Trotzdem notdürftig zusammengebaut. Respekt an euch. Und ja, fangen wir doch einfach an mit dem Sturmschild an sich. Wir wissen, ihr seht, wie der Tunnel aufgebaut ist. Ihr wisst also, von welcher Richtung die Gegner kommen. Ja, der Spawn ist bereits eingedeckt und ja, ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr das erste Video schon gesehen habt, braucht ihr hier eigentlich mit nicht dabei sein. Ihr seht, wir haben den Spawn eingedeckt. 30er Fallen reichen eigentlich vollkommen aus. Wer mit 130er flexen will, kann das gerne machen. Ja. Timer-Tunnel. Ja, ich habe alles neu aufgebaut. Hier kommen wieder auch die Decken-Elektrizitätsfelder hin, wie ich es auch in Plankarten schon gesagt habe. Hatte nicht Materialien, um hier Breitseiten reinzusetzen. Brauchen wir auch nicht. Und ja, hier seht ihr übrigens eine kleine Sache. Ich habe hier einen Bodenkatapult drin und hier haben wir. Ja, könnt ihr einen Timeout-Tunnel rausmachen, wo ihr den reinsteckt, der läuft auch wieder zurück. Also von daher, ihr könnt auch, wie gesagt, die Wand hier unten lassen. Jeder wie er will. Und ja, der Spawn beginnt wie gesagt hier. Ist das Spawn alles bereits schön eingedeckt? Ja. Machen wir weiter. Wo kann denn das Sturmschild noch angegriffen werden, wenn kein Verstärker vorhanden ist? Bis Welle 3, Sturmschild Stärke 3, glaube ich. Spawn noch Gegner bei A und auch hier bei B. Also ja. So, welchen Verstärker sollten wir jetzt als erstes platzieren? Natürlich würde sich B natürlich anlegen, damit hier kein Gegner mehr spawnt. Wäre eine Option. Ich habe mich für A entschieden, denn A ist am einfachsten für mich zu verteidigen. Und ja, gehen wir doch einfach rüber. Was denn dort ist. Ich habe hier früher eine Burg gebaut. Die werde ich überlegen, wieder reinzubauen. Und ja, erklären wir doch einfach mal hier den Kollegen. Und was müssen wir beachten? Ihr seht hier schon, der Junge hat irgendwas gebastelt. Und zwar, ich habe hier. Komm, wir bauen das mal einfach ab und dann geht's auch los. Wie das denn hier alles funktioniert? Dieser Scheiß-Sound kommt anscheinend nur noch dann, wenn ich hier was abbaue. Okay, danke, Spiel. Gut, was müssen wir machen? Und wie funktioniert das? Und zwar, wir haben ja das Problem, besser gesagt, der Spawn ist hier vorne. Spawn hier und dort. Und um sie da reinzubekommen, in diesen Tunnel, müssen wir natürlich hier alles abdecken. Das heißt, wie gesagt, wir bauen hier was hin. Die erste Wand werden sie natürlich nicht ignorieren, die werden die natürlich angreifen. Wir setzen, wie gesagt, jetzt sowas hin. Wir können auch, wie gesagt, die Schräge nehmen, hier, die, wer das halt so will. Setzen dann noch eine zweite Reihe hin. Und ja, ihr müsst das so sehen. Die Gegner kommen hier ran. Also haben die Wand hier kaputt gemacht, kommen hier ran. Oh, sie müssen hier nochmal gegenschlagen. Und das geht für die Schräge genauso. Das heißt, die Gegner nehmen das, den leichtesten Weg. Und der leichteste Weg ist nicht das hier, sondern der hier hinten. Und zu denen kommen wir jetzt. Und übrigens hier ist das gleiche nochmal.
denn es gibt auch Höhlen, die halt da lang laufen wollen. Und das Ding ist nicht nur für Verstärker A hier, sondern auch für Verstärker C, weil die Gegner von da hinten auch gerne mal hier lang laufen. Ja, fangen wir doch jetzt einfach an. Decken, Elektrizitätsfelder wieder reinsetzen. Die Ausdauer gar nicht mehr so schlecht. Ihr seht hier auch, doppelte Vorsichtsmaßnahme. Sieht auch gar nicht mehr so schlecht aus. Hier spawnen sie übrigens zum Ende, wenn die Ausdauer macht, nicht mehr hier vorne. Aber ich würde sie trotzdem hier stehen lassen. Vielleicht upgraden oder so, dass sie vielleicht mehr Schaden machen. Und ja, jetzt kommen wir zu unseren Timeout-Tunnels. Ja, man sieht schon, dass ich dafür sorge, dass die Gegner eigentlich hauptsächlich so laufen und dann einmal hier lang und nicht diese Schrägen drin sind. Hat sich für mich hier jetzt eigentlich nicht angeboten, hier weiterzumachen. Richtig, ja. Und ein kleines i-Tüpfelchen, wenn ihr mal Unterstützung braucht, habe ich hier einen Verteidiger drin. Hier empfehle ich euch, das LMG zu nehmen, die Hoxha, Candy Corn oder wer es denn ganz speziell haben will, kann sich auch den Verheerer schnappen. Aber ja, ich habe einen LMG-Kollegen immer dabei. Lohnt sich natürlich auch. Und ja, der Sturmschild. Und jetzt kommen wir kurz noch zu einer Sache und zwar Basis. Setzt sie etwa hier hin, also etwa unter den Spawn von den Gegnern, wenn die den Spawn mit Fallen halt schon eindeckt. Ja, so, das war A. A kann wie gesagt auch aus Richtung von C angegriffen werden, von hier. Aber das war's dann auch. Andere Seiten laufen sie übrigens nicht lang. Also ja, da ist A Verteidigung einfacher. Übrigens, wenn die C platziert haben, spawnen hier auch keine Gegner mehr. Ja, jetzt kommen wir zu B. Dann haben wir nämlich für das Sturmschild haben wir nämlich A und B. Das heißt, wir können, wenn wir hier Verteidigung hatten, die abbauen und uns auf den Osten konzentrieren und nicht mehr auf den Westen und auf den Süden. Ja, der Süden. Schwer, schwer, denn hier kann er von drei Seiten kommen, solange ihr C nicht platziert habt. Und zwar, wir fangen mit dem Osten an. Osten geht die Sonne auf, glaube ich. Bin mir nicht sicher, wie das Sprichwort ging. Fangen wir doch einfach erstmal mit den Spawns wieder an. Die spawnen hier. Hier oben. Und bei Ausdauer spawnen sie auch da oben. Also wer da irgendwie Fallen hinsetzen will, kann. Ansonsten empfehle ich euch hier nichts hinzusetzen. Ist halt besser. Schieße. Obwohl ich nicht schießen wollte. Danke, Spiel. Ja. Das mal so vorweg. Und hier noch eine kleine Information am Rande. Hier ist nämlich so ein Hochgang. Also, ja, den kann man nicht sehen. Ich habe den ja eingebaut. Die können nämlich gegen da hochlaufen. Baut den ein. Dann könnt ihr nämlich hier näher eure Böen platzieren. Hier jetzt vielleicht nicht mehr. Aber ja, dann könnt ihr die Fallen auch hier unten platzieren. Ja, fangen wir doch jetzt einfach an. Mit den ersten Feindtunnel, der am nächsten am Spawn dran ist, das ist nämlich der hier. Zu dem Spawn wollte ich eigentlich auch mal ein Video machen. Das wird kommen, wenn ich brutal aufwärtig habe. Und ja, mein Peaks wird eine Sache für sich. Ja, wieder ein Timer-Tunnel. Ja, Timer-Tunnels müssen halt drin sein. Der ist auch ordentlich gebaut. Ja. Decken Elektrizitätsfeld und Deckengas. Hier kommen normalerweise Bodenstacheln hin. Ich besitze keine Fallen. Das mal so vorweg. Der Raum hat mir sehr häufig geholfen. Wir haben wie gesagt eingefroren. Übrigens eine Sache vorweg. Ihr könnt hier zumachen. Und hier öffnen. Und ja, so funktioniert das hier. Hier fülle ich euch die Teergruben sind aus einem anderen Grund hier. Die habe ich mal ausprobiert und habe die dann auch drin gelassen. Könnt übrigens auch einen Smasher pausieren. Hab hier die Decken-Elektrizitätsfelder drin.
Sagt jetzt nicht dabei, ich habe doch gesagt, dass ich dieses Sturmschild bald abbauen möchte und nur für dieses Video aufgebaut habe. Und ja, das mal so vorweg. Jetzt kommen wir zum nächsten Spawn. Es ist gerade jemand in die Party gejoint. Macht das normalerweise solo. Hier wieder Timer-Tunnel ist, die können nämlich auch hier lang laufen. Hier Breitseite, hier würde ich euch Wandlichter oder eine Scheinmauer empfehlen. Und der Kollege schlägt, wie gesagt, zurück. Ja, das zum Osten. Spreche ich mal kurz mit den Jungen. Ja, irgendwas gibt's. So, jetzt machen wir den Süden weiter. Geht ja ganz schnell. Wieder Spawn abgedeckt. Und jetzt mit den Tunnels natürlich. Falsche Seite. Breitseite müsst ihr nicht machen. Wandlichter empfehle ich euch da mehr zu nehmen. Aber ihr seht schon, worauf das hier hinausläuft. Die Gegner werden zurückgeschleudert. Und das ist auch der Sinn. Hier sind wieder Timer-Tunnels. Warum hier so die Schräge? Weil hier auch nochmal ein Timer-Tunnel ist. Und ja, das war's mit Verstärker B. C und D kommen gleich. Und hier noch eine kleine Information. Und zwar, wenn ihr den hier so baut und hier halt diese Ecke nicht drin habt, können die Gegner hier ranlaufen und diesen Verstärker Schaden geben. Und ja, und ich habe sie, ich habe natürlich dich verlassen. Hier ist übrigens auch nochmal ein Tunnel. Auch wieder zwei Tiny-Hub-Tunnels. Die können, wie gesagt, hier und hier spawnen. Und ja, jetzt gehen wir zu C. Übrigens von B, wenn C halt noch nicht platziert ist, können hier auch Gegner kommen. Hier ist, wie gesagt, auch nochmal ein kleiner Tunnel. Ja. Nein, natürlich nicht. Ja. Ihr seht schon, worauf dieser Tunnel wieder hinausläuft. Der Gegner wird hier wieder zurückgeschlagen. Seht ihr hier auch. Und ja. Hier sind wieder Timeout-Tunnels. Wieder das gleiche Prozedere. Ein kleiner Timeout-Tunnel. Ihr könnt diesen Timeout-Tunnel auch wieder abbauen. Oder verändern. Dass halt auch hier lang gehen können, die Gegner. Geht auch drüben. Wieder ein Spawn eingedeckt. Und ja, jetzt gehen wir noch zur anderen Seite. Und ja, ihr seht, er versucht gerade wieder rein und raus zu joinen. Dummt, schreibe ich ihn natürlich auch gleich. Timer-Tunnel wieder hier. Wunderschön. Und natürlich kommen wir jetzt auch natürlich zum Ausdauernd. Das habe ich bei B jetzt komplett vergessen. Was so scheiße, wenn jemand reinjoint oder so. Die Kollegen spawnen auch hier oben. Also seid gewarnt, wenn ihr halt so weit baut. Jetzt gehen wir noch kurz zu B. Unten, wie gesagt, haben wir hier schon die Seite gehabt. Gehen wir noch mal kurz zu B, nämlich bei B ist nämlich das Problem. Das zeige ich euch jetzt auch noch mal kurz. Habe ich total vergessen, und zwar hier oben können bei Ausdauer die Gegner ausspawnen, das heißt hier einen Timeout-Tunnel bauen. Ob ihr einen Timeout-Tunnel hinsetzt oder nicht, ist eigentlich euch selbst überlassen. Ihr könnt auch, wie gesagt, was anderes hin platzieren. Ihr könnt jetzt auch, wie gesagt, oh, fuck, so natürlich nichts hinsetzen. Ich habe, glaube ich, mich jetzt verbaut. Da habe ich. Lass mal einfach so. Und ja, lass mal so vorweg. Machen wir jetzt weiter zu D. Also ich versuche das hier gerade richtig durchzuprügeln. Sache vorweg, hier oben spawnt kein Viech, genauso wie dort. Ja. Wir haben D. D ist einer der ältesten und ihr seht auch, der ist noch nicht abgebaut worden. Und den werde ich auch nicht abbauen. Den lasse ich so. Und ja, gehen wir jetzt einfach an, wo spawnt denn bei D was oder C. Ihr seht, bei D spawnen normalerweise auch Gegner. Deswegen ist da auch ein kleiner Tunnel drin. Hier an der Seite würden auch Gegner spawnen. Wenn D nicht mehr vorhanden, wenn D vorhanden ist, spawnt da nichts mehr. Und ja, hier ist eine große Fläche, wo halt
gegen das Spawn. Die laufen dann hier hoch und laufen dann hier lang. Geht natürlich auch hierfür. So, was machen wir denn jetzt? Wir können jetzt, wie gesagt, ein paar Sachen machen. Ich habe mich damals dafür entschieden, einen Tunnel zu bauen. Und ihr seht schon, was für ein Tunnel das ist. Ihr könnt, wie gesagt, daraus einen Timer-Tunnel machen. Ihr seht, Gegner werden immer zurückgeschlagen und laufen dann, wie gesagt, hier lang. Ist so die Sache. Und für das hier zählt das eigentlich genauso. Hier, Timer-Tunnel. Ihr könnt jetzt hier noch einen Raum setzen. Oder einen Raumteiler, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Dass die Gegner halt hier nicht lang laufen, aber hier könnt ihr, wie gesagt, jetzt eine andere Sache machen. Und zwar, ihr könnt dafür sorgen, dass die Gegner hier runterfallen und ja, habe ich gemacht. Manchmal laufen sie halt wieder den Weg nochmal neu nach oben. Ihr könnt, wie gesagt, auch hier wieder einen Timeout-Tunnel hinsetzen. Hier sind sehr viele Timeout-Tunnels. Natürlich sind die Timeout-Tunnels nicht für die Masse geeignet, sondern für den starken kleinen Mann. Das mal so vorweg. Ihr seht auch, hier sind normalerweise Dings. Dann macht ihr einfach den hier. Dann läuft ihr auch nicht mehr den Weg lang. Und da ich jetzt auch kaum noch mit euch trotzdem kommt ein Stein ran, macht ihr den Spawn hier einfach fest, fertig. Und dann hat der Gegner auch keine Lust mehr. Komm, den einen setzen wir auch noch hier hin. Fertig. Spawn wieder eingedeckt mit Decken Elektrizitätsfelder. Und hier könnt ihr bauen. Habt aber das Problem, dass die Gegner das hier kaputt machen. Bei mir sind sie hauptsächlich hier gegen gelaufen. Also, was machen wir jetzt? Wir bauen jetzt nämlich trotzdem einen Timer-Tunnel. So. Hier muss, wie gesagt, keine Fläche sein, um Schaden zu machen. Die laufen sie halt hier lang. Sollten aber, wie gesagt, bauen und dann haben wir auch einen Timer-Tunnel. Also von daher funktioniert das hier ganz gut. So, hier natürlich wieder Timer-Tunnels. Man kennt sie nur zu Genüge bei mir. So. Ja, die ist da ein bisschen anspruchsvoller. Ja, man hat gerade gesehen, dass ich hier noch im Sturmschild was abgebaut hatte. Die war nicht mehr aktuell gewesen. Und ja, jetzt bauen wir jetzt eine Sache und zwar, wir bauen jetzt hier den Spawn wieder ein. Den hatte ich hier damals nicht gehabt. Das heißt, ich habe hier gefightet. In ausdauernd auch noch. Und von daher ging das denn natürlich nicht so gut klar. Sache vorweg. Die Gegner spawnen hier auf dieser Fläche auch. Bei ausdauernd. Also versucht da ein bisschen was zu machen. Ja, machen wir es weiter hiermit. Ich habe falsch gebaut. Ihr könnt es natürlich jetzt auch anders machen und zwar so. Das heißt, da ist ein Wandkatapult. Schlägt den Gegner hier hin. Und natürlich machen wir jetzt so. Breitseite natürlich. Und Wandkatapult und machen hier einen Timer-Tunnel draus. Also lohnt sich. Und ja, jetzt können wir natürlich nochmal hier oben. Laufen sie, wie gesagt, einmal rum. Hier was hin. So. Und haben sozusagen hier so einen kleinen Tunnel. Sie müssen, wie gesagt, schräg laufen. Deckenelektrizitätsfelder sind hier sehr willkommen. Wanddynamo konnte sie hier ranpacken. Breitseite hilft da nicht sehr viel. Ja, hier empfehle ich euch, die Breitseite zu nehmen. Timer-Tunnel, ihr kennt ihn bereits. Und ja, jetzt können wir hier nochmal auch zu einer Sache und zwar könnt jetzt Wohnkatapult setzen, könnt das hier nach da fliegen oder halt wieder zurück zum Absender euch überlassen. Wanddynamo habe ich nicht dabei, könnt ihr ransetzen. Fertig. Ja, so, jetzt natürlich jetzt nur noch dieser einen Punkt, den müssen wir ja auch noch verteidigen. So, hier ist die Sache. Baut das hier hin.
Ich hätte leider das Problem gehabt, dass die denn auch wirklich die Seite hier angegriffen haben. Gründe dafür weiß ich nicht. Sie haben wirklich sich Mühe gegeben, das hier kaputt zu machen. Also seid vorsichtig, wenn ihr hier im Steinwald was macht. So. Kommt hier wieder was hin. Wieder ein Timer-Tunnel. Man hätte das echt nicht gedacht. Ja. Ein richtiger Timer-Tunnel hält nämlich auch, was er verspricht. Der hält den Gegner auf. So, ich baue jetzt wie gesagt hier noch was hin und zack, fertig. Und jetzt kommen wir natürlich zu Ausdauer nochmal. Und zwar. Gut, lasse ich. Und zwar die Kollegen können auch hier lang laufen. Um das wie gesagt zu verhindern. Machen wir das mal kurz fertig. Und zack, haben wir unser Steinwald ausdauernd auch fertig. Ich empfehle euch trotzdem ausdauernd nicht Solo zu machen. Warum denn nicht? Liegt daran, dass ihr nämlich besser jagt. Das werde ich euch natürlich noch mal im Video zeigen. Und zwar, was euch denn ausdauernd überhaupt bringt. Außer ein Treuschatzlama. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Zu den Verstärkern. Ich hoffe, ich habe jetzt soweit alle Fragen beantwortet, die man hier stellen kann. Mit Timer-Tunnels und sonstiges. Es wird jetzt demnächst noch ein Video kommen, wie man denn hier richtig verteidigt. Und ja, ich würde sagen, bis dann. Man sieht sich. Ich kann schon nicht sprechen. Schön aus übrigens. Und ja, ich hoffe, es hat. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Ich kann nicht mehr sprechen, Leute. Seht, wie spät es ist, wenn ihr unten links schaut. Also von daher, ja. Brutal wird kommen. Damit würde ich sagen, bis dahin und ciao, Leute.